Das ist ja mal ein ziemlich sportliches Düftchen. Hier die einzige Schlagzeile. Die Tierolympiade 2016 ist in Gefahr. Willkommen, ihr kleinen Ferkel, lieben Schweine, wie auch andere Paarhufer und Fußgänger zur Tagessau. Heute gibt's nur einen Platsch in unserer Schlagzeilen-Hitparade zu verteilen. Den ersten Platsch gewinnt nämlich konkurrenzlos ein Skandal, der die internationale Sportwelt erbeben lässt. Aber auch das idyllische Kleinbad Sulzach zittert. Das Dorf ist nämlich Austragungsort der kommenden Tierolympiade 2016. Nun steht dieser internationale Anlass vor dem Aus und Kleinbad Sulzach vor dem möglichen Ruin. Wie die NZZ in einem Beitrag bemerkte, sei Russlands Leichtathletik mit Doping verseucht und gleiche einem Schweinestall. Also ich persönlich empfinde diesen Vergleich als äußerst diskriminierend, sollte er denn als saumäßige Beleidigung gedacht sein. Jetzt hat auch die IA, die internationale Aufsichtsbehörde animalischer Athleten, festgestellt, dass nicht nur russische Schweine, sondern auch andere Tiere gedopt sind. Na, wen wundert's? Wir werden doch fast alle mit Wachstums- bzw. Masthormonen, Antibiotika oder dergleichen mehr vollgepfropft und zugedröhnt. Keine Überraschung also, wenn auch die tierische Sportwelt unter dem alltäglichen Doping leidet und sich somit Konsequenzen stellen muss. Wie zum Beispiel Nastassja Spritzer. Die beliebte deutsche Überwassersynchronschwimmerin im Einzelballett ließ sich für mehr Auftrieb im Wasser Silikon in die Zitzen spritzen. Befund? Auch die ukrainische Supersprinterin im 50 Meter Grashüpfen, Anna Bolinska, wurde aufgrund einer überhöhten Dosis natürlicher Endorphine frühzeitig aus dem Olympiakader gestrichen. Urteil? Nicht anders erging es den beiden bestechenden Athleten im Extremflügelschlagen aus Italien, Maya Puntura und Luigi Esposito. Beide wurden auf frischer Tat ertappt, als sie sich alkoholisch stimulierten, um ihre Flügelschlagzahl zu steigern. Darum also auch. Ebenfalls von der IA in flagranti erwischen ließ sich der Schweizer Weltmeister im modernen Wollbrettfahren, Hans Ueli oder Ueli Kauer, und zwar beim genüsslichen Verzehr eines hochdosierten Coca-Blattes. Doch auch bei Kokain gilt das klare Verdikt. Tja, offenbar fließen auch sportliche Nebenprodukte direkt in die Jauchegrube. Bleibt abzuwarten, wie diese dunkle und stinkende Brühe von den Funktionären weiterverarbeitet wird. Und hier noch Kurzmeldungen aus dem internationalen Blätterwald. Darüber freute sich die Polizei in Sachsen-Anhalt. Und über ihn die Zoobesucher. Ein krasses Outing des amerikanischen Stars Jarlene förderte alten Schmutz zutage. Das hier ist eine Frage ohne Antwort. Und dies eine mögliche Antwort ohne Frage. Und nun zum letzten Wort. Heute kommt es von Lorchi Teichler zum Thema, worauf es wirklich ankommt. Bitte schön, Lorchi. Ich ahn zwar nur, was Grund sein kann, wenn Singlefrauen einen Mann erst knutschen wild und dann, oh Kraus, ihn werfen schnell zur Tür hinaus. Ich hab jetzt drum ein Bussines und mach viel Geld pro Kussi, yes. Denn ich mach Frau zur Königin und nicht nur, weil so schön ich bin. Und mein Geheimnis bei der Geschichte: lange Zungen lügen nicht, schon gar nicht in nem Froschgesicht. Grubby, grubby, die nächste bitte. Danke, Lorchi, für diesen lingualen Geschäftstipp.
Uns würden auch eure Geschäftsideen interessieren. Schreibt sie in die Kommentare oder erfreut uns mit einem Daumen hoch oder einem Abo. Ach ja, und nicht vergessen, beweist, dass ihr auch im Winter echtes Profil drauf habt. Bis zum nächsten Mal, euer Borsten Pickmann. Hier unsere kurze Themenübersicht. Wir nehmen eine sinnlos tödliche Safari ins Visier. Hinterfragen einen Berliner Biotrend, kümmern uns um abgezockte Vierbeiner und fragen, who the crap macht uns Tieren so schweinisch Hoffnung?